Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur Team-Analyse für diese drei NU-Kämpfe. Ich muss dazu sagen, dass ich das hier jetzt ein paar Wochen nach dem ersten Kampf aufnehme. Wer mir auf Twitter folgt, wird halbwegs wissen warum. Jedenfalls, fangen wir einfach mal an. Ihr werdet auch merken, dass der Kampf und alle folgenden Kämpfe keine Facecam haben, denn ich habe mich dazu entschieden, die nicht mehr zu verwenden. Einfach weil es leichter ist, das dann zu rendern. Kommen wir zum Team. Wir haben Vendetta, mein Vivillon, ich weiß bis heute nicht wirklich, wie das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall mäßig, voll auf Spezialangriff und Initiative, mit Facettenauge und Fokusgurt, Käfergebrumm, Falterreigen, Schlafpuder und Orkan, ist ein ziemliches Standardset. Wenn man Angst vor Gesteins-Pokémon hat, kann man auch Gigasauger anstelle von Orkan oder Käfergebrumm nutzen, aber ganz ehrlich, wenn man es schafft, das Gesteins-Pokémon einzuschläfern, dann kann man genauso gut zweimal Falterreigen benutzen und alles kaputt machen. Es ist ein ziemlich effektiver Setup-Sweeper. Man möchte halt ein gegnerisches Pokémon einschlafen lassen und dann mit Falterreigen boosten und so viel rausnehmen, wie man kann. Dann haben wir Battery, mein allseits beliebtes Raichu. Scheu, Blitzfänger, Lebenorb, Fall auf Spezialangriff und Initiative und dann mit Voltwechsel, Strauchler, Ränkeschmied und Fokusstoß. Man könnte auch mit einem Choice-Specs spielen zum Beispiel und dann Ränkeschmied durch sowas wie Donnerblitz ersetzen. Aber ich mag das Set so. Wenn man es schafft, sich einmal zu boosten, dann kann man schon gut Schaden machen. Donnerblitz wäre vermutlich die bessere Wahl als Voltwechsel, allerdings habe ich das erst später bedacht. Und ich werde mein Team nicht zwischen den Kämpfen ändern. Dann haben wir Rayman, mein Alpollo, mein Choice-Specs-User. Spukball, Energieball, Zauberschein, Matschbombe. Scheues Wesen, voll Spezialangriff und Init. Gibt's nicht mehr viel zu sagen sonst. Es soll einfach möglichst viel Schaden raushauen. Und da es eine relativ gute Base-Initiative hat, macht es das auch. Als nächstes haben wir Butterfly, mein Thanatora. Ich glaube, das habe ich seit dem dritten Wi-Fi-Kampf oder so nicht mehr benutzt auf meinem Channel. Aber ich habe mir gedacht, für diese Episode kannst du es mal wieder auspacken. Froh, Krallenwucht als Fähigkeit, Item Prunusbeere, um Verbrennung und Paralyse vorzubeugen. Und dann Hausbruch, Steinkante, Erdbeben und Kalklinge. Relativ Standard das Set, so Standard es für ein Thanatora geht. Ihr seht vielleicht, es hat keine perfekte Spezialdefensive, denn ich habe mir damals gedacht, hey, mit Hausbruch brauche ich die sowieso nicht. Es war eins der ersten Pokémon, die ich gezüchtet habe. Aber auch hier wieder ein guter Setup-Sweeper, der ordentlich was raushauen kann. Dann haben wir Regirockstar, mein Regirock, das ja den Leuten, die die GPA Season 2 gesehen haben, bekannt sein dürfte. Pfiffiges Wesen, maximale HP und Spezialdefensive. Maximale HP und Spezialdefensive. Neutraltorso natürlich als Fähigkeit. Als Item die Rospelbeere, die hatte ich eigentlich nur drin, weil ich für einen bestimmten Kampf vorbereitet war. Die reduziert den Schaden von sehr effektiven Kampfattacken, aber ich habe vergessen, die durch Überreste zu ersetzen. Und wie gesagt, zwischen den Kämpfen möchte ich keine Änderung machen. Ansonsten Ableithieb und Steinhagel sind die offensiven Attacken. Erlaubt es uns, andere Gesteins-Pokémon sowie Stahl-Pokémon und Normal-Pokémon sehr gut zu treffen und gibt uns Sustain. Steinhagel als Stab, Donnerwelle, um Gegner zu paralysieren und Tarnsteine für die Tarnsteine. Donnerwelle ist eine sehr, sehr gute Attacke auf einem Regirockstar, muss man sagen. Denn es kann eigentlich nicht one-hitted werden und niemand mag einen paralysierten Sweeper. Dann als letztes Pinsir, dem ich leider bis heute keinen Spitznamen gegeben habe. Frohes Wesen, Hochmut, Wahlschal mit Initiative und Angriff voll geboostet. Kreuzschere, Felsgrab, Ruckzuckhieb und Nahkampf. Ich würde Ruckzuckhieb vermutlich eher durch Rückkehr setzen, rückblickend betrachtet. Aber ansonsten ist es ein Late Game Sweeper, der mit den geboosteten Angriffsstat durch Hochmut dann das gegnerische Team gut aufräumen soll. Das war's, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Kampf. Los geht's. Und damit dann, meine Freunde, herzlich willkommen zum ersten NU-Kampf. NU-Kampf war richtig, ja. Heute gegen @Yukinator auf Twitter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht das erste Mal ist, dass wir gegen ihn kämpfen. Denn Yuki ist schon ziemlich lange ein Zuschauer von mir. Muss ich sagen, freut mich natürlich, freut mich. Und ja, wir fordern Yuki zum Kampf. Jetzt hat Yuki uns zum Kampf herausgefordert. Das ist auch okay. Vorausgesetzt, das Spiel bricht erst nicht wieder zusammen, weil ich weiß nicht, was ich tun soll. Die haben sich gegenseitig Anfragen geschickt.
Okay. Alles gut. Alles gut. Ja, der erste NU-Kampf, nachdem wir letztes Mal einen AU-Kampf gemacht haben. Kampf beginnen. Wir, das Team sind wir ja schon vorhin durchgegangen. Sag ich jetzt so, obwohl ich das noch nicht gemacht habe, weil ich das erst nach dem Kampf mache. Und wir schauen mal, was er dabei hat. Er hat. Ist das ein PU-Team? Nee, gewaltroh ist NU, glaube ich. Er hat Mamfaxu, was natürlich schon mal Mad Style Points gibt. Er hat Papinella. Papinella. Gewaldroh. Den komischen Lehmgolem. Dessen Namen ich vergessen habe. Ich glaube, ich muss die Webcam ein bisschen weiter runter machen. Dann kann ich mich auch so hinsetzen, ohne dass ich ganz aus dem Bild verschwinde. Kurtel. Kurtel. Und Arbok. Ich schreibe einfach Lehmgolem hin, weil ich vergessen habe, wie der heißt. Vielleicht haben wir Glück und er hat ihm keinen Spitznamen gegeben. So, gegen das Team. Ich bin schon fast versucht, mit Rayman zu leaden. Aber ich denke. Er hat einen Boden-Pokémon. Das heißt, ich kann nicht einfach Volt wechseln. Wir leaden einfach mal mit Rayman. Denn. Rayman trägt, glaube ich, den. Das Wahlglas, war das? Ja. Das bedeutet, wir sollten so oder so guten Schaden machen. Schlimmstenfalls gehen wir einfach auf den Spukball. Denn. Mampaxu kann ihn zwar abfangen, aber das war's dann auch. Yuki will mit dir kämpfen. Los, Rayman! Utenroshi. Hi. Fuck it, Spukball. Doch Spukball macht mehr Sinn als Energieball. Weil der Energieball neutral ist. Ich wollte noch mit Butterfly liegen. Das sollte auf jeden Fall die Hälfte abziehen, ja. Ja, das dachte ich mir doch. Ich weiß nicht, was er machen will. Ich gebe auch noch einen Spukball, nur um sicher zu gehen. Denn wenn er dann Faxo wechselt, so soll es sein. Mini Totoro ist beim Faxo. Kurtel ist auf um und bei 10%. Was schicken wir jetzt dagegen rein? Das Problem ist, was kann man Faxo? Wir schicken einfach mal Regirocks da rein. Um unsere eigenen Talsteine rauszukriegen. Denn das ist, glaube ich, eine gute Idee. Steigung. Ich habe vergessen, das Item von Regirocks zu wechseln. Fällt mir gerade auf. Oh, ich habe vergessen, ein anderes Item zu geben. Eigentlich sollte das Überreste tragen. Ja, Mensch, mal gut, ich habe das in der Team-Preview gemerkt, ne? Ja, wir gehen auf die Donnerwelle. Denn, warum nicht? Donnerwelle macht gerade ganz gut Sinn eigentlich. Und er gefällt bei den Steigerungshiebern. Das stört mich aber eigentlich nicht. Denn. Wie viel Schaden mache ich mit dem Ableithieb? Oder will ich erstmal die Tarnsteine zur Sicherheit? Ich will erstmal die Tarnsteine zur Sicherheit, nur um eventuelle Sashes zu brechen. Ein bisschen Glück kriegen wir auch ein paar Para-Hacks. Wir kriegen keine Para-Hacks, okay. Ich hoffe einfach, sie sind keine Staffette. Weil wir doch sind wir am Arsch. So, mal schauen, wie viel Schaden wir mit dem Ableithieb machen. Ob wir damit noch ein bisschen stallen können. Wir sollten damit ein bisschen stallen können. Denke schon. Alter, können wir mal. Ist jetzt dreimal durch die Paralyse durchgekommen. Irgendwann reicht es dann auch. Irgendwann ist dann auch mal gut.
Komm schon, lass dich von der Paralyse stoppen. Alter! Ich meine, ich weiß, es ist meine Schuld, weil ich versuche, mich auf die Paralyse zu verlassen. Aber ein bisschen asozial ist es schon. So, paraflinchen die halt. Mir doch egal. Der kommt da durch! Willst du mich verarschen? Durch 5 Paralysen ist der jetzt durchgekommen. Matt? Warum sollte ich Matt? Ich bin nicht Matt. Wer ist denn Matt? Möchte ich mich mit Pinsir in Dingens locken? Also, was möchte ich mich mit Pinsir locken, ist die Frage. Jetzt bereue ich es gerade doch keine Rückkehr darauf zu spielen. Ja, Blatt, Handsteine, Schaden im Weg. Ich könnte mich in Felsgrab locken, aber... Felsgrab erscheint mir eine ganz gute Idee, oder? Nur für den Fall, dass der Papinella rausschicken will danach. Und Felsgrab dürfte ausreichen, um das Ding zu killen. Ja. Kommt er einfach durch jede Paralyse durch? Ich glaub's nicht. So, wir kriegen den Hochmut-Boost. Es geht mir halt nur darum, falls er jetzt Papinella rausschicken will, weil er sich denkt, hey, ich schläfe ihn ein. Wir sind gescarft. Das heißt, das sollte kein Problem werden. Außer er spielt irgendein abgefucktes Set mit Schlafpuder, Scarf, Papinella. Wenn Papinella überhaupt schneller ist, aber ich möchte meinen, ja. Versiegelter. Okay. Ich glaube, ich habe mal bei Felsgrab. Ich will wissen, wie Schaden das macht und es reduziert seinen Speed, was nice ist. Finsterfaust, der hat einen Switch. Ein Crit! Ein Crit. Aber, meine Lieben, wir können an dieser Stelle einfach in Rayman wechseln. Und Spuperball können wir spammen. Denn Spuperball kann jetzt von nichts mehr geblockt werden von ihm. Also spammen wir Spuperball. Den er nicht überlebt, denn wir sind Choice-Backs. Entweder wollte er das Ding opfern oder er dachte, er outspeedet uns, weil er vielleicht einen Scarf trägt oder so, aber... das Ding ist nicht schnell. Das Ding ist definitiv nicht schnell. Ich habe es noch nicht drauf geachtet, wie das Ding hieß. Hat das einen Spitznamen? Vielleicht, vielleicht nicht. So, was schickt er rein? Er schickt Sasuke in den Kampf. Oh, Sasuke. Hi. Eine Matschbombe dürfte auf jeden Fall ausreichen, um den rauszunehmen. Aber... da wir gelockt sind, gehe ich einfach nochmal auf den Spukball. Er dürfte den überleben. Ich glaube nicht, dass ein Spukball ausreicht, selbst wenn wir gechoiced sind. Also gechoiced wächst. Outspeedet. Er trägt kein Item, glaube ich. Oder? Wow. Das war kein Schaden. Irgendwie. Doch, der reicht aus. Wieso war das so wenig Schaden? Holy shit. Er ist bestimmt gefokusgurtet. Er trägt bestimmt den Fokusgurt und will eigentlich mit einem Schwerttanz boosten, aber Tarnsteine lösen den Fokusgurt nicht auf. Was bedeutet... ach, es heißt Jesse, das ist ein niedlicher Name. Was bedeutet, dass er nicht den extra Damage Boost bekommen hat? Wir spammen einfach weiter, Spukball. Warum nicht?
Nassschweif trifft. Und das überleben wir nicht. Nein. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Denn wir haben jetzt freie Wahl, was wir machen wollen eigentlich. Ich möchte aber gerne in Vendetta gehen. Und ja, ich weiß ja, die messen eine Menge Schaden dadurch. So. Ich gehe direkt auf Orkan. Denn ich sehe keinen Grund, einen Schlaffudermist zu riskieren, wenn wir uns nicht mehr boosten müssen. Jetzt erinnere ich mich gerade wieder daran, wie ich das Ding mit hatte, gehe in ein Turnier, ein Enyo-Turnier vom Shirosan, wo mein Orkan gemisst hat. Und ich glaube, Orkan hat eine Trefferwahrscheinlichkeit von 98 mit der Fähigkeit. Ich habe verloren, weil der gemisst hat und ich war mad. Sind wir schneller? Hätte ich doch boosten sollen? Wir sind schneller. Wir sind schneller, das ist gut. Okay, und das überlebst du nicht. Und das war's dann auch, denke ich. Denn er hat nur noch einen Kurtel und das stirbt, sobald es reinkommt. Also war das quasi so ein zweigeteilter Sweep aus Vivillon und Alpollo. Beziehungsweise Vendetta und Rayman. Das Match war jetzt nicht so lang. Das war ein kurzes Spiel. Aber gut, müssen ja auch nicht immer alle ewig lang sein, ne? Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr ja abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö, tschö.